Als Zweit- bzw. Drittgeborene hat man es in einer Königsfamilie vermutlich nie leicht. Ob Prinz Harry, 37, Prinzessin Madeleine von Schweden, 40, oder Infantin Elena von Spanien, 58, die Royals haben eines gemeinsam: sie haben sich ein neues Leben abseits des Hofes aufgebaut. Eine Entscheidung, die auch Prinz Joachim von Dänemark, 53, so für sich getroffen hat. Seit 3 Jahren lebt er mit Ehefrau Marie, 46, und den beiden gemeinsamen Kindern in Paris. Zwar hat sich das Paar deutlich von seinen royalen Pflichten zurückgezogen, ab und zu nehmen Joachim und Marie allerdings dennoch Termine wahr. Was auch bedeutet, dass sie vor Pressevertretern Interviews geben. Und in denen hat Joachim, so zumindest in den Augen vieler, oft die falschen Worte für seine Familie gefunden. Beispielsweise erklärte er, zwischen ihm und seinem älteren Bruder, Kronprinz Frederik, 54, sei es kompliziert. Jetzt bekommt der dänische Royal Rückenwind von seinen beiden Söhnen Prinz Nikolai, 22, und Prinz Felix, 19. Sie stammen aus Joachims erster Ehe mit Gräfin Alexandra von Frederiksborg, 57. Joachim von Dänemark, seine Söhne verteidigen ihn gegen die Kritik. Im Gespräch mit einer dänischen Zeitschrift positionieren sich Nikolai und Felix von Dänemark ganz klar auf der Seite ihres Vaters. Neben dem Vorwurf, Joachim äußere sich zu oft negativ über das Königshaus, gibt es weitere Stimmen, die der Meinung sind, der 53-Jährige sei arrogant und weniger beliebt als die anderen dänischen Royals. Dazu meinen Joachims erwachsene Söhne: wir empfinden die Kritik als ungerecht. Die jungen Männer gaben zwar zu, dass sie in erster Linie froh sind, dass es nicht sie selbst betrifft, trotzdem sei die öffentliche Meinung über ihren Vater nicht fair. Laut den beiden solle man vielmehr das Positive sehen. Joachim mache zum Beispiel als Moderator einen guten Job und sei auch als Familienvater sehr präsent. Selbst positiv hervorgehoben wurde von Nikolai und Felix die Anteilnahme an der schweren Erkrankung von Joachim im Jahr 2020. Prinz Joachim: im Sommer 2020 schwebte er in Lebensgefahr. Am 24. Juli 2020 wurde bekannt, Joachim musste aufgrund eines Blutgerinnsels am Gehirn notoperiert werden. Dass er sich nach seinem Schlaganfall so schnell wieder erholen konnte, verdankt er seiner Meinung nach vor allem seiner persönlichen Heldin, Ehefrau Marie. In einem Interview mit hiernesagen.dk sagte er: Marie hat mir das Leben gerettet. Sie soll es auch gewesen sein, die sofort handelte, als sie merkte, dass mit ihrem Mann etwas nicht stimmt. Die schwierige Zeit danach, in der Joachim tagelang auf der Intensivstation lag, und sich glücklicherweise gänzlich wieder erholte, schweißte das Paar noch enger zusammen. Und auch mit seinen Kindern fühlt sich der Sohn von Königin Margrethe, 82, noch enger verbunden, ist für jeden weiteren Tag dankbar. Im Interview mit der dänischen Zeitschrift betonten Felix und Nikolai noch einmal, wie viele Nachrichten sie erreicht hätten und wie gerührt sie von der Sorge um ihren Vater waren. Die beiden ältesten Kinder von Joachim von Dänemark stehen übrigens schon auf eigenen Beinen. Nach Bruder Nikolai macht sich auch Sohn Felix derzeit einen Namen in der Modelindustrie, wie ihr im Video sehen könnt.